Und hier wieder aus Berlin, unser nächster Gast. Es geht ums Thema Afrika. Afrika macht nicht so viele Emissionen auf dieser Welt mit CO2, aber wenn schon, denn schon, wir wissen alle, Afrika hat kein richtig funktionierendes Stromnetz. Sehr oft Strom fällt aus, was haben die Leute? Sie haben Benzingeneratoren. Das ist ein großes Problem in Afrika. Die rattern, die machen Krach und die sind natürlich auch nicht umweltfreundlich. Gibt es eine Möglichkeit, dass man diese Benzingeneratoren ersetzen könnte durch eine umweltfreundliche Technologie? Ja, sagt unser Thomas Gottschalk hier aus Berlin. Thomas, sag uns, was ist das für eine Idee? Du bist Geschäftsführer von der gemeinnützigen Organisation A2EI, A2EI. Thomas, was schlägst du vor? Wir haben beim Access to Energy Institute einen Solargenerator entwickelt, der 1:1 so einen Benzingenerator ersetzen kann. Hintergrund ist, dass allein in Nigeria mehrere Millionen dieser Generatoren mehr Strom herstellen als das National Grid selbst, also das ist Grid, als das Stromnetz selbst, und die Zuverlässigkeit einfach ein riesiges Problem ist. Und da haben wir geguckt, ein Jahr lang gemessen, wie sind denn die Verbräuche von den unterschiedlichen Generatoren und die Nutzung der Generatoren, und haben eine Lösung entwickelt, eine Solarlösung, Solarpaneele, Batterien, Wechselrichter, um so den Leuten vor Ort eine Möglichkeit zu geben, dass sie kein Benzin kaufen, keine schlechte Luft haben, keinen Krach haben, sondern ganz entspannt schönen Solarstrom nutzen können, um sich mit Strom zu versorgen und so eine sehr nachhaltige, eine kostengünstige und vor allem eine zuverlässige Energieversorgung haben.